Das halt, musst du überlegen, was 25 Jahre hat dir dieses Unternehmen gehört, du hast das gegründet, du hast halt viel gemacht, du hast sehr viel auch Innovation gemacht, muss man sagen, kann man nie von der Hand weisen, kann man nicht von der Hand weisen und dann passiert sowas. Wild. Das wünsche ich wirklich niemandem. Niemandem. Irgendeiner saß halt wieder am Stammtisch, hatte eine fetzige Idee und zwei Leute haben sich die Hand gereicht und los geht der Bums. Ich habe zwischenzeitlich, weil es Halunke gerade schreibt, auch überlegt, ob man vielleicht mal eine Aktie kauft. Aber ich bin ganz ehrlich, nee, das ist mir hier viel zu. Vor allen Dingen wird das hier gleich noch, hier geht es gleich noch richtig, hier geht es noch richtig ab. Also es ist jetzt so, meine Damen und Herren, dass wir uns jetzt was angucken. Bei Fanatec ist gerade wieder ein bisschen was los. Dieses Video dient hier nur zur Verbreitung von Informationen, nicht wie manche wieder denken, irgendwelche Hasstiraden oder sonstiges dergleichen, weil das ist nicht Sinn und Zweck dieser Übung. Deswegen gucken wir uns das jetzt mal an, was denn da los ist. Der gute Lackaustausch hat dazu ein Video gemacht. Ich habe mich auch mit ihm schon etwas unterhalten darüber. Und das wird, ich habe das auch schon grob überflogen, das Video, um mir da mal ein Bild zu machen. Das wird jetzt sehr interessant. Und dazu gehen wir da jetzt mal rein. Mal ein bisschen lauter. Herzlich willkommen zum Lacktausch. Es ereignen sich kuriose Dinge. Es war gar nicht Lackaustausch, es war Lacktausch. Ich sage immer Lackaustausch, es ist Lacktausch. Mann, das Video findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung dann. Bei Fanatec, hinter den Kulissen, ist ein Machtkampf im Gange und ich kann euch sehr empfehlen, einmal das Video der Kollegen der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger anzuschauen. Es ist ein Machtkampf, der uns als Investoren, der die freien Aktionäre schockiert, resigniert zurücklässt. Ja, jetzt bei Indoor wird es aus meiner Sicht auf den Gipfel getrieben. Es wirkt auf mich so, als würde man hier als CFO gemeinsame Sache machen mit seinem ehemaligen Kollegen. Also komplettes Unverständnis, wie bei einer Company mit so einer Marke, mit so einer Community, mit so einer Nachfrage. Da, Daniel, darf nicht ein Starock vorangetrieben werden, wo noch nicht mal ernsthaft, so scheint es zumindest, eine Kapitalerhöhung anvisiert wird oder sogar noch torpediert wird. Das werde ich also auch hier in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr das in ganzer Länge sehen könnt. Als ich mir das erste Mal angesehen habe und nebenbei eure Kommentare beantwortet habe bei YouTube, habe ich mir gedacht, holy moly, jetzt wird's aber richtig wild. Und puh, das ist harter Tobak übrigens. Gehen auch noch mal deutlich detaillierter auf den Finanzaspekt ein, auf den Kapitalmarktaspekt, den das Ganze hat. Das möchte ich nicht ganz so detailliert ausführen. Jedenfalls gibt es ordentlich Ärger hinter den Kulissen. Es tobt ein Machtkampf und wir wollen einmal sehen, wie sich das Ganze hier gestaltet und wer eventuell die handelnden Parteien sind. Es gab, und das war direkt nach meinem letzten Video zu Fanatec, wo ich ein wenig was über. Immer weiter, Kuss. Das habe ich vergessen. Und rein. Andres Ruff, den neuen CEO, berichtet habe. Relativ schnell nach meinem Video gab es eine Ad-hoc, also komplett neue Verhältnisse, die sich hier entwickelt haben, komplett neue Ereignisse und das ist schon wirklich was Gravierendes, was sich hier zugetragen hat. Denn es wurde eine Ad-hoc veröffentlicht mit der Ankündigung, man prüfe jetzt sämtliche Kapitalmaßnahmen, die man hier durchführen könnte. Der Investorenprozess zur finanziellen Sanierung sei eingeleitet. Und im letzten Satz wird dann leider und meiner Meinung nach auch unnötigerweise auf Starock verwiesen, was man zu diesem Zeitpunkt noch nicht hätte tun müssen. Was genau ist Starock? Starock ist das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen. Was bedeutet Starock? Naja, letztlich stark verkürzt gesagt, ist das so eine Art Schuldenschnitt. Man macht Tabula rasa und befreit ein Unternehmen von seinen Verbindlichkeiten, damit auf dieser Basis ein Neuanfang begonnen werden kann und eine Restrukturierung, um das Unternehmen wieder profitabel zu machen. Das klingt jetzt erstmal ganz gut, aber welche Konsequenzen bringt das Ganze mit sich? Nun, das konnte man bereits in der Vergangenheit bei unterschiedlichen Firmen beobachten, unter anderem Leoni und ich glaube auch bei Steinhoff hat das eine Rolle gespielt. Letztlich, in letzter Konsequenz, führt dieses Verfahren
dazu, dass sämtliche Altanleger, Altaktionäre des Unternehmens enteignet werden. Das ist einfach, also wenn man sich das mal überlegt, was im letzten Jahr, also nee, nicht mal letztes Jahr, aber im letzten halben Jahr alles passiert ist um diese Firma, ist das, ja. Mhm. Und das wird noch viel wilder. Das ist ja hier so dieses oberflächliche Ding. Ich meine, am Ende müssen wir uns immer die Frage stellen, was ist jetzt, also was hat das für Auswirkungen auf die Kunden oder ne, wie, also was passiert jetzt bei der Restrukturierung? Das, Denn der Kurs wird auf Null geführt und dann kommt ein Investor rein, der das Unternehmen zu einem neu definierten Wert quasi übernimmt und dann weiterführt, um es zu sanieren. Das ist natürlich schon ein ziemlicher Hammer, so etwas durchzuführen. Das führt natürlich zu hohen Verlusten auf vielen Seiten. Auch die Banken würden einen nicht unerheblichen Teil ihrer Forderungen verlieren bzw. würden auf diese verzichten müssen. Und am Ende des Tages bleiben viele, viele Verlierer zurück, wenn man das Staruk so durchführt. Für Thomas Jackermeier persönlich bedeutet das natürlich, dass er in letzter Konsequenz nicht nur dann seinen Posten als CEO verloren hat, sondern komplett im Grunde enteignet wird. Das Unternehmen ihm komplett aus der Hand genommen wird. Als Mehrheitsaktionär mit 51% der Aktien würde er sie komplett verlieren und damit auch jegliche Handhabe hier noch in irgendeiner Weise auf den Kurs des Unternehmens einwirken zu können. Mal ganz abgesehen von seinem persönlichen wirtschaftlichen Schaden natürlich. Stell dir mal vor, du hast 25 Jahre da drinnen gearbeitet und dran gearbeitet und dann kommt so ein, ja, so ein Kokolores und dann hast du einfach nichts mehr. Also ganz ehrlich, ob man jetzt die Firma mag oder nicht oder die Hardware nicht mag, aber das klingt auf jeden Fall nicht angenehm. Und das wünscht man ehrlich gesagt niemanden. Also das ist schon echt wild, was hier gerade passiert. Ja, und darauf hat dann Thomas Jackermeier natürlich reagiert auf diese Pressemitteilung, denn hier ist bereits der Kurs auf lediglich 50 Cent abgestürzt, als diese Meldung rauskam. Denn das, was ich euch hier geschildert habe, das haben die Aktionäre natürlich auch direkt gesehen und sind, so gut es ging, geflohen, um den Rest ihres angelegten Kapitals noch irgendwie zu retten. Denn bei Staruk, da läuten die Alarmglocken. Also zu Black Friday war mal, also Black Friday letzten Jahres war der Kurs relativ noch okay. Der ging wieder hoch. Ich glaube, da waren wir bei 4 Euro. Wir sind jetzt bei 50 Cent. Also, Thomas Jackermeier hat darauf reagiert. One day later. Und hat eine Pressemitteilung herausgegeben, in der es heißt, dass er frisches Kapital und Liquidität für das Unternehmen organisiere. Eine Barkapitalerhöhung in Höhe von 7,7 Millionen Euro sei bereits überzeichnet. Liquidität von über 17 Millionen Euro stünde zusätzlich zur Verfügung, also insgesamt knapp 25 Millionen Euro, die er ranschaffen würde. Das erste Quartal der Endo AG sei bereits mit positivem Cashflow und mit Gewinn abgeschlossen. Und die Endo AG sei für bereits dieses Jahr schon wieder profitabel. Und laut seiner Schätzung wäre in 2026 bereits wieder ein Gewinn von bis zu 20 Millionen Euro möglich. Und er sagt auch im O-Ton noch, aufgrund seiner Initiative dieser Kapitalerhöhung gemeinsam mit mehreren Investoren sei die konkrete Gefahr der Enteignung aller Aktionäre durch das vom Vorstand vorgeschlagene Verfahren gebannt. Es würden wie im Falle der Leoni AG alle kleinen und großen Aktionäre enteignet, führe man das Staruk-Verfahren durch. Und ja, in den vergangenen Wochen hat Jackermeier an einem Angebot gearbeitet, welches das von ihm gegründete Unternehmen rekapitalisieren und dessen Aktionäre vor der Entwertung ihrer Anteile schützen soll. Danach wird es noch im Mai eine Kapitalerhöhung über 7,7 Millionen Euro zu einem Euro je Aktie geben. Das Unternehmen verfügt über ein genehmigtes Kapital in dieser Größenordnung.
Dazu kommen Darlehen und eine Wandelanleihe in Höhe von insgesamt 17 Millionen Euro. Das Hauptquartier der Endo AG soll im Rahmen dieses Plans an Investoren verkauft und zurückgemietet werden. Sowohl die Kapitalerhöhung als auch die Zuführung liquider Mittel ist von 4 bestehenden Großaktionären und 2 neuen Investoren bindend unterzeichnet. Die von Jackermeier organisierte Alternative zur Restrukturierung liegt den kreditgebenden Banken vor, die bereits an diesem Freitag dazu entscheiden wollen. Da haben wir noch nichts gehört, meines Wissens nach. Da scheint noch ein Tauziehen vonstatten zu gehen hinter den Kulissen. Und ja, die Jackermeier-Alternative ist nicht nur für die Aktionäre vorteilhafter als ein Staruk-Verfahren. Auch die Banken fahren damit besser. Es ist also letztlich schwer vorzustellen, warum die Banken jetzt sich für das Staruk-Verfahren entscheiden sollten, anstatt für die Alternative, die Thomas Jackermeier hier aufzeigt. Der Kurs ist auch direkt von 50 Cent wieder hochgeschossen auf bis zu 1,50, 1,60 um den Dreh. Aktuell steht er bei 1,18. Eine Kapitalerhöhung kann man erst ab mindestens einem Euro durchführen. Jetzt mal unabhängig von dem Kurs des Unternehmens, also würden die Aktien jetzt bei 70 Cent stehen und man führt eine Kapitalerhöhung durch, die zwingend mindestens einen Euro betragen muss, je Anteil, ja, würden natürlich die Investoren sich sagen, ja Moment, da starte ich ja direkt mit 30% Minus. Das ist aber wenig profitabel für mich. Ich glaube, daran habe ich kein Interesse. Ihr seht also, hier findet auch ein Tauziehen um den Kurs der Endo AG statt. Man hat ihn vorher ausgebombt im Grunde und der Eindruck ist, dass ja, damit die Möglichkeit einer Kapitalerhöhung bereits vorweg ausgeschlossen werden sollte. Ich habe zwischenzeitlich, weil es Halunke gerade schreibt, auch überlegt, ob man vielleicht mal eine Aktie kauft. Also ein paar. Aber ich bin ganz ehrlich, das ist mir hier viel zu. Vor allen Dingen wird das hier gleich noch, hier geht's noch richtig ab. Also ich. Jedenfalls wurde eine erfolgreiche Kapitalerhöhung durch die erste Ad-hoc der Endo AG bereits stark erschwert. So viel kann man sagen. Der Kurs ist, wie gesagt, weggebrochen. Durch die Pressemitteilung, die Thomas Jackermeier rausgegeben hat, ist der Kurs aber wieder hochgeschossen. Und ja, so spielt man sich die Bälle zu, denn diese Pressemitteilung von Thomas Jackermeier ist nicht unbeantwortet geblieben. One day later. Die Endo AG hat sich hier durch die Person von Matthias Kosch nochmals zu Wort gemeldet und geäußert. Der Investorenprozess wird nach wie vor ergebnisoffen geführt. Keine Entscheidung über Kapitalerhöhung getroffen. Stellungnahme zu unternehmensexternen Pressemitteilungen. Das wirkt ein wenig so, als wolle man den kurzfristig entstandenen Anlegerenthusiasmus ob der Pressemitteilung von Thomas Jackermeier wieder dämpfen. Schließlich sagt man klipp und klar, ja, ist nach wie vor alles ergebnisoffen. Es wurde keine Entscheidung über eine Kapitalerhöhung getroffen. Und man erwähnt natürlich nochmals explizit, die Zuführung von Eigenkapital durch Kapitalerhöhungen ist eine Option. Ebenso wie ein Investoreneinstieg mit Instrumenten nach dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen Staruk. Also auch. Wie kompliziert wollen Sie es machen? Ja. Ja, wir wollen es einfach so kompliziert machen, wie nur geht. Damit das auch ja kein Mensch versteht. Hier muss man nochmals unbedingt Staruk ins Feld führen. Das Ganze wirkt doch etwas grimmig. Und ja, man war offensichtlich nicht begeistert von der Initiative Thomas Jackermeiers. Was merkwürdig ist, denn dem Unternehmen Kapital zuzuführen, Investoren ranzuschaffen, wie kann das denn jetzt stören? Naja, macht euch eure eigenen Gedanken zu dem Punkt. Im Rahmen des. Ja, wie wird das wohl stören? Da möchte halt jemand was anderes machen. Also, ja, also das Auftreten ist ja auch das Auftreten, was wir das letzte halbe bis dreiviertel Jahr gehabt haben. Überleg mal, wie lange es gedauert hat, dass Jackermeier sich geäußert hat zu den Zuständen, die gerade herrschen bei Fanatec. Also, das ist halt. Ich, also.
für mich ist das wieder so ein typisch deutsches Ding. Also super viel Bürokratie, also einfach richtig räudig, ekelhafte Bürokratie und kein Mensch steigt da durch. Nichts ist irgendwie, also klar ist das für die Investoren, die, die Geld ausgeben, die sich damit auskennen. Für die ist das total schlüssig, sage ich mal, und man kann da sich wahrscheinlich auch einen Reim draus machen. Aber am Ende ist wieder die Frage, was ist denn, also das wird doch auf dem Rücken der Kunden dann ausgetragen in den meisten Fällen so. Und jetzt sitzen da zwei Parteien, sage ich mal, und die kloppen sich öffentlich die Rübe ein, gewissermaßen. Des geplanten Staruk-Verfahrens trat jetzt ein weiterer Spieler aufs Spielfeld, und zwar die Birkenstein Capital, vertreten durch Tobias Hoffmann-Becking. Wenn wir uns hier bei LinkedIn den Punkt Berufserfahrung von Tobias Hoffmann-Becking ansehen, fällt auf, er war Chief Executive Officer der BlueCap AG und das bis Oktober 2023. Ja, wer war denn noch dort? Ein gewisser Matthias Kosch war ebenfalls tätig in der BlueCap AG und das als CFO und Executive Board Member ebenfalls bis Oktober 2023. Hm. Das ist äußerst bemerkenswert. Die beiden haben also jahrelang Seite an Seite gearbeitet. Es bestehen hier also enge Verbindungen. Die beiden haben gemeinsam jahrelang bei der BlueCap AG gearbeitet. Ups, falsches Logo. So sieht es natürlich aus. Und ja, sind einander scheinbar eng verbunden. Das ist natürlich dann schon bemerkenswert, dass der CFO der Endor AG hier so enge Verbindungen aufweist zu dem Mann des Hedgefonds, der im Rahmen des Staruk-Verfahrens schließlich die Endor AG sanieren soll. Ja. Sehr, sehr bemerkenswert. Schaut euch dafür auch wirklich in voller Länge das Video der Kollegen der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger an. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, auch was die da im Detail zu diesem Thema noch ausführen. Es ist bemerkenswert und auch äußerst ungewöhnlich, dass man hier Geschäfte auf dieser Ebene mit diesen persönlichen Verbindungen initiiert. Ist nicht die Regel und wirkt auf die Kolleginnen und Kollegen der SDK tatsächlich auch sehr, sehr grenzwertig. Und ich muss sagen, auf mich auch. Ja. Ich meine, dieser ganze öffentliche, ich nenne es jetzt mal Krieg, der dort geführt wird, das muss ja irgendwo herkommen. Irgendeiner saß halt wieder am Stammtisch, hatte eine fetzige Idee und zwei Leute haben sich die Hand gereicht und los geht der Bums. Aber das halt, musst du überlegen, was 25 Jahre hat dir dieses Unternehmen gehört, du hast das gegründet, du hast halt viel gemacht, du hast sehr viel auch Innovation gemacht, muss man sagen, kann man nie von der Hand weisen, kann man nicht von der Hand weisen und dann passiert sowas. Wild. Das wünsche ich wirklich niemandem. Ja, was war denn eigentlich meine Meinung zum Stand und zur Sanierungsfähigkeit der Endor AG? Da könnt ihr euch vielleicht erinnern an mein etwas längeres Video, das ich vor einiger Zeit gepostet hatte. Und zwar ist Fanatec bzw. die Endor AG meiner Meinung nach der Traum jedes Sanierers. Und das hat natürlich auch die Birkenstein Capital erkannt, würde ich meinen. Es handelt sich um eine weltbekannte, starke Marke. Das Marketing der letzten Jahre hat sich wirklich ausgezahlt. Jo. Und da ist sehr, sehr viel Geld investiert worden, um diese Marke so stark aufzubauen und ihr so eine Strahlkraft zu geben, die sie eben heute immer noch hat. Also trotz dessen, oh, es klingelt, ich bin gleich wieder da, einen kleinen Moment. Marketingtechnisch funktioniert das wunderbar. Trotz der ganzen Zustände, die jetzt herrschen über, sag ich mal, das letzte halbe Jahr, was dem Unternehmen wirklich auch geschadet hat. Also wenn man sich jetzt mal Bewertungen anschaut oder sonstiges dergleichen, ist immer noch, trotz alledem, wenn du nach Simracing Gear suchst, ist das Erste, worauf du stößt. Also diese Marke ist so fest verankert, die kann und wird auch nicht verschwinden, weil das Marketing, was sie betrieben haben,
Und auch die Innovation, und das sind Innovationen, die sie gebracht haben mit den DDs und das fähig gemacht hat für jedermann zu Hause, ist es unmöglich, dass diese Marke in irgendeiner Form verschwindet. Ist es nicht. Also auch egal, ob das bei Trustpilot Bewertung von 1, und ein paar zerquetschte Sterne hat. Das ist schiedegal. Plus, dass beispielsweise auch für Konsolen keine Alternativen gibt. Und Konsolenfahrer wollen ja auch, sag ich mal, wertigere Hardware haben als Logitech-Lenkrad beziehungsweise ein Thrustmaster-Lenkrad. Ne? Und das jetzt hier zu sehen, ist einfach verrückt. Ganz ungeachtet all der Beschwerden, die Kunden und Simracer im Allgemeinen vielleicht haben mögen. Die Probleme der letzten Monate sind natürlich nicht spurlos an der Endor AG vorbeigegangen, aber die Marke selbst ist meiner Meinung nach immer noch sehr, sehr mächtig und sehr, sehr stark und auch sehr, sehr viel Geld wert. Sehr viel mehr Geld in meinen Augen als die derzeitige Marktkapitalisierung der Endor AG widerspiegelt. Aber gehen wir mal zum nächsten Punkt. Sie verfügen über ein riesiges und umfassendes Produktportfolio. Selbst wenn jetzt keine Neuentwicklungen kurzfristig dazukommen sollten, haben Kunden hier immer noch eine riesige Auswahl unterschiedlichster und nach wie vor sehr hochwertiger Produkte. Ja, dazu möchte ich jetzt ganz kurz was sagen. Weil das einige da draußen relativ häufig nicht verstehen. Sie haben eine große Bandbreite an Produkten. Und das ist korrekt. Diese Bandbreite der Produkte hat aber den Anschluss an die heutige Zeit verloren. Also wenn wir uns die zum Beispiel Formel-1-Lenkräder angucken, die man sich dort kaufen kann, also Formula 2.5 etc. pp., die gab es 2019, 20 zu kaufen. Die hängen aber hinterher. Da wurde nichts wirklich Großartiges mehr verändert oder hinzugefügt oder neuer gemacht. Beispielsweise auch jetzt diese Quick-Release-Thematik, die wir immer noch haben, aufgrund von, logischerweise, wir sehen ja, was da passiert. Ne? Das wären ja dieses Meme mit dem Hund in der brennenden Küche. So sieht das ungefähr bei Fanatec aus. Es müssen ja so viele Feuer gelöscht werden, dass es halt, dass gewisse Probleme, die für Kunden von Relevanz sind, nicht gelöst werden. Beispielsweise willst du dir einen Starter-Pack kaufen, also diese Ready-to-Race-Packs, wählst dir beispielsweise eins aus mit einem McLaren-Wheel und du kriegst halt den Hinweis, du musst halt gucken, was du für ein Quick-Release haben möchtest. Und dann gibt es halt auch noch Wheelbases mit Quick-Release 1. Das heißt, du musst theoretisch, wenn du das Wheel dazu haben möchtest, dir, weil am Wheel kein Quick Release mehr dran ist, einen mitbestellen und der ist einfach nicht lieferbar. Das heißt, du kannst dir das ganze Ding gar nicht kaufen. So, da ist halt die, egal wie gut die Produkte sind oder was sie abliefern, ist das in der Theorie keine Option für einen Kunden, das zu kaufen. Es ist einfach keine Option. Und was viele daran immer nicht verstehen, was ich auch sehr häufig sage, dass das scheiße, dass dem Kunden ist das völlig Wumpe, was da in der Firma abgeht. Das ist dem völlig egal. Das sind, sage ich mal, Enthusiasten, die sehr viel sich in dem Simracing-Umfeld bewegen. Und für die kann das schon durchaus möglich sein, dass man dafür Verständnis hat. Ein Großteil der Kunden hat dafür aber kein Verständnis. Sie haben kein Verständnis für dieses Desaster, was wir zu Black Friday haben. Sie haben kein Verständnis dafür, dass man die meisten Sachen nicht kaufen kann. Sie haben, also man kann sie kaufen, aber problematisch sie zu kaufen. Und es gibt halt auch Leute, die diese ganze PlayStation-Vorbestellungsnummer dafür, die Leute, ein Großteil der Menschen, die schon etwas länger in dieser Community sind, hat keinen Bock mehr darauf. Und da ist auch dieses riesige, umfassende Portfolio scheißegal. Wenn du Sachen nicht bekommst, und du als Kunde vielleicht einmal, zweimal oder dreimal auf die Nase gefallen bist, sagst du dir irgendwann, nee, hier bin ich raus. Es tut mir wahnsinnig leid, da ist mir das auch Schnuppe. So, jetzt haben wir die große Gruppe an Menschen, die auf Konsolen fahren. Die haben keine Option. Die haben keine Option, die sind darauf angewiesen. Entweder kaufst du Logitech, Thrustmaster oder Fanatec. So, die anderen beiden würde ich jetzt mal ausgrenzen, weil... Also bis auf, also die Logitech DD ist einfach viel zu teuer für das, was sie kann. Und Thrustmaster ist okay-ish, möchte ich sagen. So.
Aber was hast du dann noch für Alternativen? Dazu gibt es keine Alternativen. Bist du auf dem PC unterwegs, guckst du dir das hier nicht mehr an. Das guckst du dir nicht mehr an. Da gehst du zu Simmagic, da gehst du zu Mosa, ne? You name it. Und du hast so viele Alternativen, dass dich das auch einfach gar nicht mehr juckt, was da los ist. Und da kann auch noch das geilste Angebot zu Black Friday kommen. Da sagst du dir einfach, nö, da bin ich raus. Und es wird halt, also es wäre schön für die Sanierung, also wirklich, es wäre schön für die Sanierung, mal wieder Innovation zu sehen. Denn Fanatec hat Innovation gebracht in den letzten Jahren. Haben sie definitiv getan und das kann man nicht von der Hand weisen. Und auch ihre Hardware hat sich gebessert im Gegensatz zu früher, ne? Also DD1 war für mich persönlich eine absolute Katastrophe. Also die ich hatte, ne? Vielleicht hatte ich wieder Pech, war eine Katastrophe. CSLDD, damit haben sie einen sehr guten Schritt gemacht, aber dann hört es auch irgendwann auf. Also selbst die neuen DDs sind jetzt nicht so, dass man sagen kann, jo, die hauen mich jetzt komplett vom Stuhl, dass ich sage, das ist es jetzt wieder. Weil sie haben halt in Anführungsstrichen jetzt 4 DD-Würfel rausgebracht. Die Wheels sind auf dem sehr alten Stand. Die Pedale sind immer noch auf dem alten Stand. Und da müssen sie, finde ich persönlich, wieder ein bisschen dran arbeiten, dass sie dort wieder Vorsprung kriegen. Weil was bringt es dir am Ende, wenn du eine DD hast, aber du kannst die Wheels nachher aus dem Ökosystem, würdest du woanders beispielsweise in etwas besserer Qualität bekommen. Ne? Also jetzt, wenn wir mal das KS-Wheel uns angucken von Mosa oder wir gucken uns das GT Neo an von Simmagic. Ne? Da gibt es halt, das sind auch Ökosystemmarken und die sind aber schon mittlerweile ein bisschen weiter und moderner. Und das ist für mich immer der Punkt, wo ich sage, ja, es ist ein riesiges, umfassendes Portfolio, aber dieses ganze Drumherum ist halt Kokolores. Quick-Release-Debakel, absolutes Kokolores. Der Universal Hub ist auch mittlerweile absoluter Kokolores. Und bestellen, Homepage, ne, wir müssen, you name it. Ich denke aber, dieser Prozess oder das, was jetzt hier gerade passiert in diesem Video, dieser Kampf, der wird schon sehr lange schätzungsweise bei Fanatec hinter den Kulissen passieren, denn solche Fehler, möchte ich mal sagen, die jetzt im letzten halben Jahr aufgetreten sind, die passieren nicht einfach so. Das passiert nicht einfach so. Also es kommt jetzt nicht einfach mal so, dass wir haben so ein Warnsystemfehler gemacht. Also nicht bei so einer riesigen Firma als AG, wo Investoren drin hängen mit, wir bauen gerade für aber viele Millionen eine Bude und wir müssen das Unternehmen haben. Das, so, solche Dinge, wisst ihr, das ist für mich schwer, also es ist schwer zu verstehen, wie das mal passieren kann. Es kann so bei einem kleinen Unternehmen kann das mal passieren. Fanatec ist aber auch mittlerweile nicht mehr so klein, also auch wenn wir nicht so viele Angestellte haben. Ne? Also es braucht wirklich eine Kernsanierung, wie hier halt schon das ein oder andere Mal gesagt wurde. Und der Ruf muss ich ehrlich gesagt nicht erholen, weil das Marketing ist einfach, also marketingtechnisch hat Fanatec die letzten Jahre echt sehr gut gearbeitet. Du hast das fast in jedem Game drin, im realen Leben, Rennserien. Also die sind super gut vertreten. Google haben die durchgespielt, da tauchen die immer auf. Und als Neuanfänger wirst du da auch nicht drum rumkommen. Das wird das Ding sein. Also da wird dir nicht vorgeschlagen, du sollst dir Asitec kaufen oder solche Sachen. Nichtsdestotrotz muss man hier an der Stelle dann sagen, ist schon wild, was da gerade abgeht. Ist schon wirklich sehr, sehr wild, was da passiert. Man verfügt über sehr gute Geschäftskontakte zu relevanten Automobilmarken und Rennserien, ist also hier immer noch im Brückenschlag zum reellen Automobilsport. Und aber das macht ja auch jetzt nichts aus, weil das macht Simmagic und Mosa beispielsweise machen das ja auch. Ja, also als Beispiel. Das Ganze ist natürlich auch sehr wichtig, wenn man Neueinsteigern das Simracing in irgendeiner Weise vermitteln möchte. Man verfügt über gesunden Absatz und eine sehr verlässliche Kundenbasis. Man hat. Das stimmt, die Kundenbasis ist wirklich sehr verlässlich. Das ist auch Fanatec ist eins der wenigen Themen bei YouTube, wo es immer ausrastet. Egal wie dein Standpunkt ist, wie du das erklärst, da wird immer ausgerastet. Erfroren, da. Also das ist wie kann man das beschreiben? Es ist wie ein Unfall, wo keiner wegguckt. So, das ist Fanatec. Also man könnte meinen, das ist so iRacing ACC.
So ein Ding ist das. Das ist immer so ein Goliath-Ding. Ich hau dir auf die Fresse, wenn du es nicht magst. Ich hau dir auf die Fresse, wenn du es magst. Und das geht die ganze Zeit immer nur so hin und her. Das ist meine Beobachtung im letzten Dreivierteljahr, seitdem ich dieses Thema oder diese Themen rundherum behandle. Wobei ich auch fairerweise sagen muss, ich habe es am Anfang dieses Thema nicht wirklich mit sehr viel Aufklärung betrieben, sondern mehr sarkastisch und hämisch von oben herab, was nicht gut ist, definitiv, weswegen wir das ja jetzt mittlerweile so machen, also aufklärender, und es geht trotzdem immer ab. Es ist der Wahnsinn, dieses Thema ist einfach so, diese Marke ist so präsent, die ist wirklich so präsent im Simracing. Hat nach wie vor wirklich sehr, sehr hohe Absatzzahlen. Das Problem ist ja, dass man diese hohe Nachfrage nur schwer bedienen kann, eben aufgrund der strukturellen Probleme, die momentan vorherrschen. Wenn die einmal gelöst sind, dann dürfte der Absatz weiter durch die Decke gehen. Es gibt nach wie vor, wie gesagt, eine sehr hohe Nachfrage nach bestehenden und vor allem nach neuen Produkten. Also auch hier Neuentwicklungen würden natürlich sehr, sehr gut vom Markt aufgenommen werden. Es liegt aber auch da, also es liegt wirklich oft und viel daran, dass Menschen nichts anderes kennen. Es ist und bleibt einfach, viele Leute kennen nichts anderes. Sie kennen nicht die anderen Marken, weil die anderen Marken nicht so viel Budget ins Marketing stecken. Es dauert wirklich Monate, beziehungsweise Enthusiasten, die wirklich, wenn sie bei Google reingehen, richtig reingehen bei Google in Foren und lesen dies, das, ne, also richtig tief graben. So der Casual Matthias, der jetzt das gesehen hat in irgendeinem Stream oder in irgendeiner Rennserie und sich sagt so, ich würde das auch gerne mal ausprobieren, ich habe hier noch eine Playstation oder ich habe zu Hause auch einen Computer, der wird immer darauf stoßen. Der wird immer und immer wieder darauf stoßen. Und es gibt auch wenig Aufklärung diesbezüglich, dass es andere Marken gibt, also ne, weil Simracing ist jetzt bei YouTube nicht so ein Ding. Gibst Simracing bei YouTube ein, es kommt Fanatec. Du suchst nach Fanatec, es gibt x abertausende Reviews, das wirst du zu anderen, also andere Marken haben das auch, aber die sind nicht so weit im Algorithmus oben. Und das haben die schon wirklich sehr gut gemacht, weil sie mit eine der ersten Marken waren. Und das hat sich natürlich auch über die Jahre durchgesetzt. Ne? Und deswegen ist auch die Nachfrage immer noch so hoch. Und die ganzen Consoleros, also es gibt ja sehr, sehr viele Consoleros und auch sehr viele Leute, die Gran Turismo fahren, dementsprechend halt sehr viele Fahrer und eine sehr hohe Nachfrage diesbezüglich, weil du hast ja an der Stelle kaum bis gar keine Alternative, also vernünftige Alternativen, wo das Ökosystem auch super funktioniert. Nicht nur die alten, bestehenden Produkte, sondern wenn hier neue Entwicklungen kommen, dann werden auch diese ihren Absatz finden. Es gibt auch die nach wie vor sehr positive Umsatz- und Ertragsprognose für 2024, die von der Endo AG als ad hoc veröffentlicht wurde. Insofern auch hier. Ja, ist natürlich der Traum eines jeden Sanierers. Das hat die Birkenstein Capital erkannt. Will man jetzt hier einen Hedgefonds haben, der letztlich das Unternehmen übernimmt, komplett losgelöst vom Simracing Space, sich hier einnistet in dieser Branche und also die Birkenstein Capital, der dürften auch die Mitarbeiter relativ egal sein. Das sind natürlich für einen Hedgefonds in der Regel Zahlen und negative Zahlen auf dem Papier, denn jeder Mitarbeiter kostet. Man würde natürlich von Seiten der Birkenstein Capital Stellen abbauen. Das würde ich mal als ziemlich sichere Prognose so in den Raum stellen. Und man würde das in großem Umfang tun, um hier direkt mal die Kosten zu senken. Das ist natürlich eine Entwicklung, also ja, der kann einem eigentlich nicht gelegen sein. Warum rechnet man sich jetzt arm bei der Endor? Überleg mal. Also gerade gibt es ja wirklich offensichtliche Probleme und du willst dann halt, um Kosten zu sparen, Leute entlassen. Wild. Also ist unvorstellbar für jemanden, der jetzt kein großer Investor ist und mit Firmen, Strukturen etc. zu tun hat, ist das so eine Sache, die, aber willst du nicht gucken, dass das wieder vernünftig läuft? Das ist verrückt. AG. Ja, das ist natürlich relativ offensichtlich, denn je günstiger hier die Endor AG
zu erwerben sein wird, beziehungsweise ne, je mehr Macht ein neuer Investor für einen bestimmten. Der Satz schon alleine. Wir sind ein Team von erfahrenen Investment Professionals mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bereich Special Opportunities. Das ist jetzt hier also eine Special Opportunity. Wir arbeiten mit internationalen Asset Managern mit einem verwalteten Anlagevolumen von mehr als 38 Milliarden zusammen und fokussieren uns auf Investitionen im deutschsprachigen Raum. Mhm. Okay. Special Opportunities Investment. Also als Laie, der davon keine Ahnung hat, klingt das sehr, sehr unschön. Das klingt immer so ein bisschen nach, ja du, wir kaufen einfach auf. Beziehungsweise, ne, je mehr Macht ein neuer Investor für einen bestimmten Betrag bekommen kann, umso lukrativer ist die ganze Geschichte. Wenn man Endor AG jetzt als gescheitertes Unternehmen mit schwachen Zukunftsaussichten hinstellt, dann wird der Preis für die Birkenstein Capital hier reinzukommen natürlich deutlich geringer werden. Entsprechend hoch werden die Profite im Anschluss für die Birkenstein Capital ausfallen. Das ist natürlich ganz klar. Stellt sich die Frage, ob uns daran gelegen sein kann, dass sich hier im Simracing Space bei einem deutschen mittelständischen Unternehmen ein amerikanischer Hedgefonds einnistet. Das ist halt die Frage, wollen wir das so haben? Was bedeutet das Ganze für die Fanatec-Kunden? Es wurde ja auch von einigen YouTubern immer wieder das Schreckgespenst der Insolvenz an die Wand gemalt. Ich brauche hier auch nicht zu wiederholen, um welche YouTuber es sich da handelt. Das sollte euch bekannt sein. Ich bin ja da, ich habe mir überlegt, habe ich das mal gesagt, ob die insolvent sind oder ich bin mir wirklich nicht so sicher, ob ich das mal sagte. Also ich fühle mich jetzt nicht angesprochen. Ja, das ist natürlich kompletter Unsinn, denn sowohl Staruk als auch eine Kapitalerhöhung würden natürlich die Endor AG nicht pleite gehen lassen. Das sind ja alles Lösungsansätze, mit denen es dann anschließend ordentlich weitergehen kann. Aber diese beiden Wege, die wir hier bisher kennen, Staruk und die Kapitalerhöhung, ja, welcher ist denn davon jetzt der sinnvolle? Ich glaube, das war relativ einfach rauszuhören, dass Staruk natürlich irgendwie sämtliche Altaktionäre hier enteignet. Thomas Jackermeier würde komplett enteignet und aus der Firma gedrängt werden. Und das ist die Frage, ob man das will. Man mag über Thomas Jackermeier denken, was man mag. Also der Mann hat natürlich seine Fehler gemacht in den letzten Monaten und Jahren. Es handelt sich hier aber eindeutig, und das wird, glaube ich, niemand bestreiten, um einen Simracing-Pionier und einen absoluten leidenschaftlichen Simracer. Will man den tatsächlich aus dieser Firma komplett raushaben und ersetzen durch einen amerikanischen Hedgefonds? Also ich persönlich als Kunde wüsste dann schon, welche Produkte ich noch kaufen würde und welche nicht. Bildet euch darüber noch eure eigene Meinung. Ich kann nach wie vor nur wärmstens empfehlen, das Video der SDK, der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, euch anzusehen. Ich werde es hier in der Beschreibung... Okay, den Punkt verstehe ich jetzt nicht. Also weil da ein amerikanisches Unternehmen drin ist, kaufen wir das nicht mehr? Ich finde, was ich wirklich sehr interessant finde, gerade bei dem bei der Fanatec-Thematik, dass sehr oft aufgeführt wird, das ist ein deutsches Unternehmen. Da ist schon lange nicht mehr viel in Deutschland, gerade was Produktion angeht, etc. pp. Ne? Also viel ist schon weg. Also dieses ganze Made in Germany-Ding ist so, naja, wir haben zu Hause, weiß ich nicht, guckt euer Smartphone an, das ist auch kein deutsches Ding. Eure Tastaturen, Headsets, alles, was ihr aufhabt, schon lange, lange, lange nicht mehr. Also am Ende, wirklich für den Großteil der Kunden, weil wir sind ja nun mal, ich versuche das immer aus der Sicht des Kunden zu sehen, die meisten Kunden, denen ist das doch völlig boogie, wo das herkommt. Da geht es darum, was kriege ich für mein Geld? Kriege ich das pünktlich? Habe ich guten Kundenservice? Und was kostet mich das? Das ist doch so vielen Leuten dermaßen Schnuppe, wo das herkommt. Das ist doch... Also mir persönlich wäre das jetzt als Mensch völlig, völlig boogie.
Beschreibung verlinken, ebenso wie meine älteren Videos zum Thema, falls man noch etwas mehr über die Hintergründe der Endor AG und die Vorgänge der letzten Monate erfahren möchte, dann seid ihr gut beraten, euch diese Videos anzuschauen. Ja, damit entlasse ich euch wie immer in die Nacht. Macht es gut, bis bald und tschüss. Ciao. Ja, was möchte man jetzt dazu sagen? Also es bleibt halt wirklich nur zu hoffen, dass da irgendwie mal am Ende für die Kunden was passiert. Also wirklich für die Kunden was passiert. Das wäre halt.